Und Sie dürfen auch den Oberkörper freimachen, wenn Ihnen danach ist. Ich habe schon viel gesehen in meiner herzlichen Laufbahn. Dankeschön. Ja, Konsumverzicht, das klingt immer so spaßbefreit. Aber erinnern wir uns doch mal, als wir alle Kinder waren. Mit wem haben wir wirklich gerne gespielt? Mit dem Kind, mit dem meisten Spielzeug, mit dem meisten Kram oder mit dem, mit dem es am meisten Spaß gemacht hat? Konsum macht nicht mehr, mehr, mehr immer glücklicher. Gutes Miteinander macht nachweislich glücklich. Und ich bin, ehrlich gesagt, der Letzte, der darüber reden sollte, denn ich habe selber viel zu viel Zeug. Ich habe da ein Problem mit. Ich bin ganz ehrlich, wenn Leute in mein Arbeitszimmer kommen, dann sagen die, oh Eckart, ich wusste gar nicht, dass du ein Messi bist. Und dann sage ich, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Ja, aber... Wir haben das dann mit dem Summen schon öfter gemacht. Einmal Summen, wer von Ihnen hat auch mehr Zeug, als er braucht? Sehr gut, dann bin ich nicht allein, aber ich bin schlimm. Zeug beschäftigt mich und ich habe auch die Theorie, dass Zeug sich von alleine vermehrt. Wenn du Zeug in den Keller tust und machst das Licht aus und machst das Licht wieder an, dann ist mehr geworden. Bei Ihnen auch? Wie das genau geht, weiß man nicht, aber es wird von alleine mehr. Wie viel Zeug du hast, das merkst du erst, wenn du mal umziehen musst. Sind Sie in letzter Zeit mal umgezogen? Die Hölle, oder? Kisten, Kisten, Kisten. Und ich habe bei meinem letzten Umzug ungelogen Kisten entdeckt, die waren von dem Umzug von vor dem davor. Unbeschriftet, ungeöffnet. Hab keinen Schimmer, was da drin ist, aber es muss sich um sehr, sehr wertvolle Sachen handeln, sonst hätte ich das nicht so lange aufgehoben. Das ist ja die Logik. Ich bin auch... Ich bin auch der Einzige, der weiß, dass da so sehr wertvolle Dinge drin sind. Neulich hatte ich Einbrecher im Haus, nicht schön. Was habe ich denen echt übel genommen? Die haben nicht einen Blick in die Kisten mit den wertvollen Sachen im Keller geworfen. Also das hat mich schon persönlich gekränkt. Und dann kommt die Polizei und du hast Ärger mit den Versicherungen. Und dann tat der Polizist auch noch so mitfühlen und sagt, Herr von Hirschhausen, was fehlt denn? Und ich dachte, woher soll ich das wissen? Schauen Sie sich da mal um. Dann guckte er so und sagte, ja, es ist ja auch schwer verwüstet worden hier. Ich hielt die Klappe. In dem Raum war gar kein Einbrecher.